Willkommen bei einer weiteren Folge von Life is Real. Ich bin so happy. Wir haben es ganz spät nachts noch geschafft, hier den Berg vollständig abzutragen. Das, was wir nicht mehr haben wollen. Ich werde mal versuchen, euch kurz das zu zeigen. Hier der gesamte Berg. Wir haben auch schon dort zum Beispiel, da wo der Ziegelhäuser ist. Und dort haben wir auch schon das Gate, eine Rampe gebaut zum natürlich hier zu unserem Rhein. Das ist nämlich hinten. Vorne haben wir hier die große Mühle. Die habe ich ja beim letzten Mal, glaube ich, gezeigt. Dann haben wir schon Türme halt gesetzt, wo wir die Ecken und beziehungsweise unser Gebiet abgesteckt haben, wo wir unsere Mauern bauen wollen, damit das dann irgendwann hier eine Stadt sicher mehr oder weniger sein kann. Wir haben auch lustigerweise festgestellt, man kann auf den Stämmen ja laufen. Na, hat er jetzt ziemlich steil gemacht. Da könnte man theoretisch also einfach hier in der Luft hier so eine Brücke bauen. Hatten uns auch überlegt, wo könnte man so eine Brücke bauen, aber ja, das wäre doch ein bisschen verrückt, oder nicht? Ha, Springen funktioniert immer noch so ein bisschen komisch, dass man gefroren ist, mehr oder weniger. Aber es kommen nicht mehr so viele Anzeigen, wenn man springt. Ah, jetzt schon. Ja, gut. Und zwar haben wir hier ein kleines Lagerhaus nochmal gesetzt. Da oben ist der Bergfried ja. Der ist ziemlich breit. Und ich werde jetzt eine Baustelle setzen, eine weitere. Ich möchte nämlich erstmal abstecken, wie viel Fläche ob das wirklich reicht, weil sonst müssen wir da alles umändern und so. Aber ich denke, es wird funktionieren. Und zwar baue ich jetzt einen Handelsposten, beziehungsweise ich setze den Handelsposten. Bauen kann ich ihn noch nicht, das ist ein bisschen viel. Wenn ich jetzt wieso zeigt der nicht so an, wie er anzeigen soll? Was ist jetzt daran falsch? Oh, der ist hier dreimal, ups. Ich muss noch mal zwei Flätten eben. Hey. Hab welche vergessen. Und dann werde ich den tatsächlich setzen. Und wir überlegen uns. Also der X-Halter und ich haben überlegt, wegen einer Mine innerhalb der Stadt. Weil wir nämlich gemerkt haben, man kann zwar zur Mine hinlaufen und so, man kann da das den Stein und sowas alles holen, aber es dauert dann doch ein bisschen viel und wir brauchen ja allein für den Bergfried über 13.000. Und ein so ein Karren kann nicht viel schleppen, beziehungsweise glaube 1.000 oder so maximal und das ist ganz schön wenig im Vergleich, was man dann tatsächlich braucht. So, und dann haben wir eben halt überlegt und da hat er den Vorschlag dann gemacht, wie wäre es mit einer Mine innerhalb. Und das werden wir gleich mal in Angriff nehmen, weil ich habe auch total wieder Bock aufs Minen. Ich will wieder unter die Erde, wo ich mich am wohlsten fühle. Ich immer schön im Dunkeln. Gut, wir haben jetzt alles grün, dann können wir das Ding bauen. Und ich habe sogar an einen Hammer gedacht. Boah, ich bin so gut. Zurzeit haben wir keine Tiere in irgendwelchen Stellen oder so. Wir sorgen nur noch dafür, dass wir das Leder verarbeiten, damit wir auf jeden Fall für einiges hier Leder auch haben, falls dann gebraucht wird. Da braucht man hier wieder ein Gate. Ui. Ja, aber das geht. Also von den Kosten her geht alles. Ist alles in Ordnung. Ein so ein kleines Lagerhaus, was wir hier bauen zum Beispiel, braucht 100. Oh, das ist auch schon drin. 100 Lehm. Das Eisen hier, die Ingots, Fenster, 20 Mörtel und 50. Ja, ist eigentlich recht billig, muss ich sagen. Im Vergleich zu manchen komischen Häusern, wo man denkt, so, wozu braucht man so viel Eisen? Sollte das schon funktionieren. So, ich werde jetzt meine Spitzhacke mal suchen. Ey, Bäume hier werden auch immer mehr. Man hat mir ja kein Durchkommen mehr zum großen Lager. Das sieht ja witzig aus. Aber dafür, das ist ja gut für die Bienen andererseits momentan noch. Wir brauchen ja auch Honig. Öffnen wir das Ganze mal. Wir müssen zwar nicht rein, aber so sieht es auch viel willkommener aus. Gucken wir mal.
Ich brauche wahrscheinlich mehrere Spitzhacken oder so, aber ich will eigentlich auch das nur mitnehmen, was ich auch wirklich brauche. Deswegen werde ich jetzt hier mal meine Säge und sowas alles rausschmeißen. Ich möchte nämlich wirklich nur diese Minen kloppen und da sollte man so viel wie möglich an Gewicht sparen, damit man am meisten, also oft drauf kloppen kann. Es geht eigentlich auch nur um Stein zu finden und nicht um, ja, irgendwie Eisen oder so. Es geht wirklich nur um das. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe hier, irgendeiner hat meine ganzen Spitzhacken verbraucht. So, hier haben wir noch eine, die ist voll. Haben wir irgendwo noch eine angefangene oder so? Nee, aber die ist schwächer. Dann nehmen wir die erstmal. Das ist eine fortgeschrittenere als die primitive halt. Das ist so ein. Und die sollte ja funktionieren. Also eigentlich ausreichen. Schaufel nehme ich auch mit, weil ich die brauche zum Abschmeißen. Ich wechsle eben halt, damit ich immer das, was ich am meisten nutze, immer auf der Seite habe. Habe ich mir irgendwie angewöhnt. Zurzeit ist es ja auch noch hell, dann geht es ja auch noch. So. Der X-Hider hat, glaube ich, jetzt angefangen mit Kochen, so wie es aussieht. Wir müssen auch noch das Teil hier daneben ausprobieren. Einmal die Weinpresse und dann hier rüber. Ich glaube, das muss man nämlich als erstes machen. Die pressen, dann hier rüber und irgendwas noch dazu schmeißen. Und zwar einfach um Alkohol, also richtigen Wein und sowas daraus zu kriegen. Das wird auf jeden Fall sehr interessant noch. Ich habe mir überlegt, die Mine. Und zwar auf der Hinterseite vom Bergfried. Hier drunter zu graben, also hier anzufangen und dann runter zu gehen, weil ich weiß allerdings auch nicht, ob der das blockiert hier, aber ich denke mal nicht. Ich werde mal denken, dass er das schon hinkriegt. Und dann einfach zur Sicherheit oder sowas, damit da nicht so einer doof reinfällt, hier daneben noch Zäune oder so bauen. Das sieht bestimmt noch geil aus. Weil dann sieht man gleich, oh, da kann man runterfallen und so, weiß man. Sicherheit geht vor, Leute. Sicherheit geht vor. Das ist wahnsinnig wichtig. Und dann vielleicht ein bisschen mittig oder so. Ich guck mal kurz rüber zum X-Hider. Er nickt fleißig, er nickt fleißig. Das haben wir dann eins. Und ja. Das könnte jetzt doof starten, deswegen. Also, wenn ich jetzt hier starte, also hier reinhaue, hat man. Ich würde einen lieber weiter vorne ausprobieren. Ist, allerdings, wenn es schief läuft, ist doof. Bei Observe ist das nicht blockiert oder so, ne? Nee, gut. Dann werden wir das jetzt hier einfach mal starten. Wir werden einfach mal versuchen. Ja, Tunnel down. Wir werden es einfach ausprobieren. Ich bin jetzt ein bisschen nervös, muss ich sagen. Wenn ich nämlich hier Mist baue, dann kriege ich bestimmt Ärger. So ist nämlich, man kann es nicht rückgängig machen. Wenn es einmal ist, dann ist es. Und dann. Okay, gut, ja. Sieht schon nicht übel aus. Es ist ein Viereck entstanden. Oh, ging es nicht? Nein, er blockiert. Der X hat mir gerade gesagt, ich soll hier an der Kante graben. Probieren wir es mal. Jo, es geht. Jetzt bin ich aber überrascht. Ah, ist schon so lange her, dass ich sie gemint habe. Das ist ja. Oh, ich bin voll. 250 kann ich tragen und ich kriege immer 50 raus. Das ist viel angenehmer als früher. Wo schmeiße ich das denn jetzt hin? Verdammt. Ja, schmeißen wir hier mal hin. Erstmal. So. Es wird hier alles geflattet und so, hast du nicht gesehen. So. Ist das hier wenigstens gerade? So.
Hier braucht ja kein Grün oder so. Das können wir ja ein bisschen verunstalten hier. Kriegt man ja nicht so doll mit. Sieht schon viel besser aus hier. Ich weiß, ist nicht das Wunderhübschste oder so, aber. Ach, sieht doch gut aus. Merkt man nicht. So, dann wieder zurück. Und ich denke, ja, es wird funktionieren. Also ich hoffe es. Dann müsste aber das Stück hier sogar wegreißen. Und also ich habe noch nie so eine Art von Tunnel unter etwas durchgemacht. Also es wird jetzt echt interessant, ob ich das jetzt echt kaputt mache. Nicht, dass das hier alles nachrutscht und dann da der Bergfried auf einmal da keinen Boden hat. Das wäre jetzt mal echt interessant. Oh, das sieht doch. Also sieht schon mal echt gut aus. Ich hoffe nur, dass es echt da oben das nicht wegreißt jetzt. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Oh, ich kann nur noch einmal hauen. Okay. Aber es geht schon recht schnell weg. Also die Erde kann ich ja gut. Und die Spitzhacke, die geht definitiv schneller als die primitive. Also wirklich. Vom Gefühl her schon. Irgendwann, wenn wir mit dem Ganzen hier fertig sind, dann baue ich auch noch so einen Burggraben draußen herum und dann so eine ganzen Verteidigungsspieße oder wie die heißen da. Wenn einer versucht, da rüber zu reiten oder so aufgespießt wird. Na, eigentlich, glaube ich, reitet man gegen, das Pferd bleibt stehen und man fährt einfach nur runter, glaube ich. Ja, so. So, dann versuchen wir mal. Es müsste ja der nächste Block eventuell auch weggehen. Also ich muss sagen, ich bin wirklich ein bisschen nervös. Aber nur ein bisschen. So, einen kann ich noch. Oh, ist stehen geblieben. Schade. Also ich will die Erden nicht innerhalb haben, deswegen mache ich den Blödsinn hier gerade. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Weil irgendwie fallen mir hier die Gräser nicht, die so halb nur rausgucken. Das ist irgendwie doof. Da kommt ja auch noch eine schöne Straße rauf. Das wollte der X-Hatter ja demnächst machen. Aber ich denke mal, eigentlich ist es wichtiger, erstmal was anderes zu machen. Nämlich die ganzen schönen Häuser bauen. Wow. Herausfinden, ob das auch Sinn macht oder so. Da ist ja Alpha noch, ne? Noch ist es Alpha. Sieht das richtig pompös hier aus, meine Güte. Auch wieder eine recht gerade Linie runter so. Weil wir haben ja festgestellt, dass diese Pferde leichte Probleme haben, hochzukommen an Bergen. Ne? So eine kleine Anhöhe gibt schon kleine Probleme, also haben wir das einfach so großzügig gemacht. Sieht auch gut aus, wenn da noch eine Straße ko drauf kommt, sieht das noch besser aus. Es wird richtig schön. Wenn dann erstmal alles steht.
Leicht verschnupft irgendwie. Doof. Oh, komm schon. Ich habe das Gefühl, wir werden sowieso noch so viel Erde abtragen. Ich denke mal, ich zeige euch, wie wir dann ein bisschen später dann weiter drin sind, denn ich glaube, es ist auch schon wieder Zeit, eine Pause zu machen. Ja. Lasst uns mal eine Pause machen. Ich zeige euch dann später, wie das dann da aussieht. Wie die Mine dann geworden ist oder fast fertig ist, wenn wir am Stein sind. Weil wir brauchen ja den Stein, nicht die Erde. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.